Wer kennt die Situation nicht? Man hat einen Social Media Post veröffentlicht und plötzlich merkt man, oh Gott, da ist ein Rechtschreibfehler drin. Wie ändere ich das jetzt so schnell wie möglich? Und man geht irgendwie rein und verbessert das noch, bevor das möglichst viele Leute sehen. Bei YouTube-Videos weißt du wahrscheinlich, die kann man einfach bearbeiten, jederzeit noch bearbeiten, Beschreibung, Titel und so weiter. Wie ist das denn bei YouTube Community Posts? Darum soll es in diesem Video gehen. Kann man die im Nachhinein nochmal bearbeiten? Und wenn ja, wie geht das? Hallo und herzlich willkommen zu So geht YouTube. Ich bin der Jan und Goldpriester hat mich unter dem Hashtag Wie geht YouTube gefragt, kann man die Beiträge im Community-Tab auch nochmal nachträglich anpassen? Ich finde keinen Edit-Button, nur löschen, aus Sicht vom Kanalbetreiber. Deshalb will ich diese kleine, aber vielleicht für viele relativ wichtige Frage, falls man sich da irgendwie vertan hat, heute mal beantworten. Falls du nicht weißt, was der Community-Tab ist, mehr dazu findest du in diesem Video, da erkläre ich, wie du da überhaupt erstmal Posts veröffentlichst und so weiter. Und falls du den noch nicht hast, dann ist das wahrscheinlich normal, denn wahrscheinlich hast du dann unter 1000 Abonnenten, denn erst ab 1000 Abonnenten hat man diesen Community-Tab, in dem man Community-Posts veröffentlichen kann. Wie kann man denn jetzt diese Community-Posts bearbeiten? Erstmal die gute Nachricht, das geht sowohl am Computer als auch am Handy. Das kann man dort überall bearbeiten. Am Computer gehst du einfach auf deinen Kanal, klickst dort oben auf den Community-Reiter, da siehst du sowas, da steht Community, und dort findest du all deine Community-Posts. Hier siehst du neben jedem Post so drei kleine Punkte. Auf die klickst du einfach drauf und dann findest du die Möglichkeit, diesen Post zu bearbeiten oder zu löschen. Am Handy funktioniert es eigentlich haargenauso. Auch da navigierst du zu deinem Kanal, gehst auf Community und auch hier findest du diese drei kleinen Punkte neben jedem Post, wo du den Post ändern oder löschen kannst. Also eigentlich super easy. Jetzt aber nochmal zum zweiten Teil von Goldpriesters Frage. Was ist denn, wenn man das nicht sieht? Naja, vermutlich bist du dann mit dem falschen Account angemeldet, denn jeder sieht neben den Community-Posts so drei kleine Punkte. Wenn man da drauf klickt, steht dann aber melden, wenn das nicht der eigene ist. Und wenn du zwar eingeloggt bist, aber nicht in deinem eigenen Account, manchmal hast du auch mehrere Unteraccounts, dann geh einfach nochmal sicher, dass du mit dem richtigen Account auch wirklich angemeldet bist, weil dann solltest du auch die Möglichkeit sehen, diese Community-Posts zu bearbeiten und zu löschen. Ansonsten siehst du nur die Funktion, sie zu melden. Und so einfach ist die Antwort auch schon. Eigentlich super simpel, aber manchmal sind es die einfachen Fragen, die Probleme aufwerfen, manchmal die komplizierten. Ich beantworte gerne jede Frage, die ihr mir unter dem Hashtag Wie geht YouTube in die Kommentare postet. Also falls du eine Frage hast, schreib sie einfach in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video. Das war's von mir. Tschüss, euer Jan.